Hey Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Wir machen weiter mit dieser super tollen Stelle, die mir sehr viel Spaß macht. Los geht's. Ja, also erst dachte ich ja, das mit dem Bikefahren macht Spaß, aber irgendwie ist das total doof. Mal sehen, ob ich es jetzt schaffe. Ich habe es vorhin auch geschafft. Eigentlich, also die letzte Folge. Ich weiß noch nicht, warum das nicht so angenommen wurde vom Spiel. So, jetzt muss ich nämlich warten. Hier geht das Ding runter und da stehen böse Typen mit Kisten, die von ihren eigenen Kisten nicht getroffen werden, komischerweise, aber gut. Aha. Stirb mal bitte. Danke. So, was mache ich jetzt? Jetzt soll ich hier drauf fahren, oder wie? Ja. Ach, auf einmal geht's. Okay, das war cool. Das war echt cool. Es hat sich nicht viel geändert. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Lara! Komm runter, du Faulpilz! Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda! Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter? Ah, okay, in der Vergangenheit. Ach, sie ist Amanda. Ich hoffe, du hast Fackeln dabei. Ja, ihr kennt sie sicherlich noch aus der ersten Folge. Aus der zweiten. Aus dem zweiten war es. Aus dem zweiten Part. Was? Ah, gut. Mit Karl eine Fackel zu werfen. Ach, Magnesiumfackel, das ist ja nett. Hui. Die Bretter über der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Okay. Wie schwingen? Da ist so eine... Na gut. Hat nicht viel mit Schwingen zu tun, eher Hangeln, aber... Naja. Trödel nicht rum! Und ja, ich merke schon. Wenn ich mit der Maus nachjustiere, dann sieht es immer ruckelig aus, aber ich nur... Oh Gott. Was ist los? Amanda? Kannst du mich hören? Amanda! Okay, also wenn ich nur mit Tastatur lenke, dann geht's besser als mit Maus. Komischerweise, wenn ich jetzt hier... Na gut, das sind nur so Kleinigkeiten, aber trotzdem, es ist... Es fällt schon auf, es hackelt dann immer so ein bisschen. Okay. Oh, ist das Amanda? Nee. Oh, Sarah. Oh Gott. Was ist passiert? Oh Mann. Sind hier nur Frauen bei der Ausgrabung? Oder... Oh Gott, die Falle ist zum Glück kaputt. Warte mal, ich mach mal kurz Licht. Wie mache ich das nochmal mit... Ach, mit Entfernen. Ich habe kein Licht. Verdammt. Muss ich da... Da rauf? Ach, warte mal. Ich habe da eine Idee. Kann ich da raufklettern? Hm. Also dieser Speer sieht aus, als müsste ich mich daran lang schwingen. Habe ich die Kiste? Ah, ich kann die Kiste verschieben. Das ist cool. Oh. Tut mir leid, Sarah. War keine Absicht. So, ah, okay, das stimmt sogar, glaube ich. Warte, warte, warte. Passt das? Und schwing, jawoll, das klappt auch super. Und da ist ein Schatz. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt dort rüber? Oh, da sind ja überall Stacheln an der Decke. Na gut, zumindest Stalaktiten, aber... Die können auch tödlich sein.
Ah, so geht's doch. Na, was machst du denn? Ich wollte... Lara? Ach so, das geht nur, wenn sie sowas macht. Na gut. Mein Gott. Lara, hier drüben. Kind? Oh, was ist das hier? Warum hängt da ein Seil von der Decke? Hä? Okay, ich laufe einfach mal durch. Hier unten ist es ja sicher, scheinbar. Was ist denn hier? Es hat Oscar getötet. Was hat... Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das Tor geht nicht auf. Hol mich hier raus. Alles klar. Was... Über mir ist ein Loch. Du musst mich hier rausholen. Schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Oh, cool. Oh, was? Zur Hölle. Oh Gott. Ich glaube, da darf ich nicht unbedingt reinlaufen, wenn das... Kann ich die kaputt machen, die Stacheln? Nee. Beeil dich, Lara. Es kommt zurück. Bleib ruhig. Ich komme. Oh, wenn die Steuerung mal besser funktionieren würde. Die ist gerade voll anstrengend. Warte mal, wenn ich jetzt hier auf die Kugel klettere, geht das? Nein. Wow. Das ist gruselig, Leute. Das ist echt gruselig. Ah. Nein, komm, mach die mal weg jetzt. Nee, die drücken die Kugel von selbst weg. Irgendwas muss ich doch hier beschweren können mit der Kugel. Ich möchte mich beschweren. Hallo, kannst du dich da nicht festhalten? Guck mal, Lara. Ach so, daneben geht's ja rauf. Ja, es ist etwas düster. Ich werde es für euch natürlich etwas anpassen. Was? Ab. Lara, kannst du dich bitte mal am Seil festhalten? Es wäre zauberhaft von dir. Sag mal, warum macht sie das nicht? Das ist doch eindeutig das, was ich tun muss, oder? Der komische Kran hier. Ich habe auch keine Waffen dabei. Und daher kann ich da nicht mal dran schießen. Muss ich da irgendwas aktivieren? Ist das irgendwie... irgendwas Mechanisches? Nee, das ist einfach nur ein Kran. Ein Lastenkran wahrscheinlich. Hallo? Das macht sie nicht. Warum machst du das nicht, Lara? Hier kann ich da auch nichts machen. Ist das etwa schon eine... Ja, jetzt geht's auf einmal. Verdammt, Lara. Ich bin gleich bei dir. Jaha, das habt ihr mir schon gesagt. Die Borgs in dem Spiel sind halt leider allgegenwärtig. Aber was soll's. So, reicht das? Schwing dich. Und schwing. Jawohl. Hey, ich glaube, ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme runter. Amanda? Amanda! Kent? Sie ist es! Warte! Kent! Oh nein. Ach du Kacke. Was? Ah! Ach, ich muss steuern. Okay, okay. No. Oh Gott. Was war das eben? Uah. Was war das für ein Vieh? Meine Güte. Noch ein Toter. Oh, hier kommt doch bestimmt wieder Stacheln aus der Wand. Warte mal. Ich will da noch nicht... Ah, da ist eine Kugel. Warte. Die kann ich doch bestimmt hier runterrollen und damit dann die Falle deaktivieren. Ja, komm schon. Jetzt mach das Ding da runter. Okay, das war direkt richtig. Das ist cool. Bitte spring dran. Oh, ich hätte noch mehr schwingen sollen, verdammt. Hui. Ja, wir haben noch Zeit für unsere Übungen. Die Zeit muss man sich halt nehmen, auch wenn man von einem undefinierbaren Monster verfolgt wird. Oh, was? Lara! Jason ist tot. Sie sind alle tot. Da ist etwas... Ich weiß nicht, was es war. Ich hab nur... Oh. Nein, nicht schon wieder. Oh Gott. Das Vieh erwischt sie alle, Leute. Komm, schwing, schwing, schwing. Und... geschafft. Oh, da ist ein Schatz. Ja, auch für das muss Zeit sein, meine Güte. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie Zeitnot hier. Nein, das ist alles... Oh, das sah eben seltsam aus. Okay, wow. Nicht schon wieder eine Grube. Aber diesmal ist sie tödlich.
Eieiei. Komm, wir können ja schneller. Vergesse ich immer wieder. Aber mit E ist das auch so doof. Hätte ich ein Gamepad, wäre das was anderes. Aber mit dem Xbox spielt sich total bescheuert. Amanda! Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Oh, oh Gott! Oh. Oh Mann. Um ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sip an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stellt sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Okay, eine Sache noch. Eben als sie das Tor auffing, es hätte ja eigentlich das Rückgrat zu schmettern müssen. Also wirklich Leistenbruch vom Feinsten, du. Aber gut. Ist ja ein Spiel. Ich wollte auch sagen, ich habe das mal über Wikipedia nachgelesen. Bei Lara Croft gibt es wohl so einige, wie soll ich sagen, Ungereimtheiten. Oh, guck mal, ich habe es doch gewusst, hier ist irgendwo ein Schatz. Denn sie hat verschiedene Hintergrundgeschichten. Ihre Biografie wurde mehrfach geändert. Und zwar ist es einmal, glaube ich, die Geschichte, dass ihre Eltern beide bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Dann gibt es noch die Variante, dass sie verstoßen wurde von ihren Eltern. Oh, da ist ja noch einer. Weil sie nämlich die Laufbahn einer Archäologin einschlagen wollte und somit ihrer Adelslinie irgendwie, weiß nicht, entsagen musste. Oder die Eltern halt nicht wollten, dass sie das tut. Egal. Und bei der dritten, also bei dieser hier jetzt scheinbar, ist halt die Mutter gestorben. Oder verschwunden. Man weiß ja nicht, ob sie tot ist. Und der Vater ist wohl bei einem anderen Unglück ums Leben gekommen. Was jetzt nicht näher definiert wurde. Bisher zumindest. Vielleicht wird es auch gar nicht aufgeklärt. Naja, wollte ich nur sagen, ist ganz interessant. Also für die Leute, die es interessiert. Oh, guck mal. Okay, ich sollte mich beeilen, weil meine Luft, ne? Ihr wisst ja, die ist sehr begrenzt. War auch in den alten Tomb Raiders so. Da war es manchmal sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Oh, oh. Ich muss wahrscheinlich weiter runter, oder? Ach du Kacke. Komm schnell. Schnell, schnell, schnell. Ach, da ist schon. Ich dachte da oben, wo es so hell war. Okay, und runter. Lara, komm, komm, komm. Geht's nach da. Okay. Noch weiter runter? Okay, ich hol nochmal Luft. Besser ist das. Mit halb voll sollte man nicht losziehen. Das ist ja eine Leiter. Aha, sind sie auch damals hier reingekommen? Gut, gut. Kriegen wir hin. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen immer um die Luft, aber... Checkpoint ist schon mal was Feines. Aha. Ah. Sieh mal einer an. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Na, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht hat, Amanda zu retten damals. Also, ich denke schon, sie hätte es noch weiter versucht, aber allein schon die Felsen.
Das ist ja ein deutlicher Hinweis. Oh, guck mal, da liegt ein Schatz. Aha. Ich dachte eben, jetzt gibt es hier Unterwasserviecher. Ich glaube, in Teil 2 war das. Das ist eigentlich nur einer der Level, an den ich mich am besten erinnere. 13 Faden oder wie der hieß. Da war man auf einem versunkenen Schiff unterwegs mit Haien und Harpunen. Eine Harpune hatte man da als Bewaffnung und den so oft, wie soll ich sagen, erwähnten Neoprenanzug von Lara Croft. Es geht halt noch mehr als hauteng, ne? Die Klamotten, die sie eh schon trägt. Aber ja, warum nicht? Ich meine, auch wieder so ein Nerd-Ding war das, wie... Das ist eine starke Strömung. Ja, ich weiß, es ist total unrealistisch, wenn man schon ihre Proportionen sieht. Das ist einfach zu perfekt fast schon. Ich glaube, auch keine Frau will so aussehen. Und außerdem finde ich, jeder braucht eine Macke. Perfekt zu sein ist doch total langweilig. Die Leute, die sind auch sehr oberflächlich meistens. So. Kann ich hier irgendwas... Ach, guck mal, ich muss... Ah, ich verstehe. Warum, den kriege ich noch? Den kriege ich noch. Wie, das klackert. Ach so, ich muss die in einer gewissen Zeit, oder wie? Warte mal. Kriege ich den auch noch? Nee, ich lasse es mal lieber. Ah, das wäre sehr knapp geworden. Ja. Gehörte Amanda. Schuhe fallen auch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Na, da müsste aber zumindest ihr Skelett irgendwo angespült worden sein, oder? Ist ja schon eine Weile her, scheinbar. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Irgendwie glaube ich nicht daran, dass sie tot ist. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab, ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Wasserklosett. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Okay. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Warte mal. Es muss doch funktionieren. Warum macht sie das nicht? Ja, hier muss... wahrscheinlich auch was mit dem Magnethaken machen. Ach so, hier, ja so, dann halt. Man kann sie so komplizierter machen, aber so hätte es eigentlich auch klappen sollen, finde ich. So. Haha. So. Da oben ist doch bestimmt ein Schatz, warte mal. Oder? Ach schade, das sah so aus. Das sah so aus. Aber hier muss ich sowieso, glaube ich. Wegen diesem Teil dort vorne. Ja, der Durchblicker. Nein, das ist ja offensichtlich. Oh, oh, oh. Oh, ich finde das so cool, Leute, wirklich. Also, das habe ich so ein bisschen vermisst beim 2013er. Weil es ist einfach cooler, sich hier diese Grabkammern anzuschauen und Schätze zu finden, mit Fallen klarzukommen.
einfach mehr Rätsel- und Geschicklichkeitseinlagen als Action-Einlagen. Das finde ich super. Leute, freuen wir uns drauf auf die nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir was da lasst. Bewertungen und Kommis. Oh. Klatscht ihr den Dreck von der Backe. Ja, Leute, wir sehen uns wieder bei Tomb Raider Legend.